doch mal Wasser Taxi fliegen. Und als erstes kann der Flieger fliegen. Und dann war es natürlich auch noch mit dem Niveau. Also jetzt haben wir eine Kombination zwischen drei und vier verschiedenen Trillen. Wir haben den Rolling Heavy Spin, wir haben jetzt wieder einen Knife-Up Spin, den gerade jetzt. Und dann geht es wieder einen Rolling Heavy Spin und dann geht es wieder einen Knife-Up Spin und nochmal einen Knife-Up Spin. Wahnsinnig, ich mag gar nicht nochmal schwätzen, weil der da alles fliegt. Hier sind die gut. Fliegt aber immer sicher, muss man auch sagen. Und ich freue mich auf die Show und werde Ihnen ein bisschen probieren zu erklären, wie gewisse Manöver heissen und wann. Angetrieben wird der Flüger von einem GP-123. Und und viel zu leistig im Verhältnis zum Instrument. Wieder zu sehen. Das ist die letzten paar Tage, wo ich gerade nicht verfügbar bin, und ich doch mal ein bisschen Wasser-Taxi fliegen. Und als erstes kann der Flieger fliegen. Und dann war ich natürlich auch noch mit dem Niveau. Da werde ich schnell unterwegs, wie sie durch das Eis fahren. Jetzt wird ein Neifelspiel machen, das ist ein bisschen durchgerührt. Das ist auch die Druck des Landregelungen. Wunderbar ist der Fußgang. Wir sind das Modell rotiert. So in der Rotation und relativ langsam flogen jetzt. Gas steht, das muss man sehr optimal kontrollieren. Jetzt geht der Robin losholen für Riffenrolls. Sie werden sehen, was es ist. Es ist ein bisschen modern, mega schnell gleich. Und jetzt durch Abner beschleunigt wird Vollgas in das Buch. Ganz kleine Korrektur auf Höherruder, Seiterruder, um können die Figur steuern und die Flugbahn definieren. Wir sind jetzt auch immer schneller, aber das Wahnsinnige wird ein bisschen beschleunigt oben runter, wenn er voll am Motor, voll im Höherruder.
Jetzt kommt er auf uns zu und drückt einen 720, da ist er eine zweifache Umdrehung mit Snowboarder. Der Ruf, hopp, einmal und da werden wir uns weiter. Genau. Schön. T60 aus dem Knife Edge, nochmal Robin, mach den Moment, ja, einmal hin und einmal um wieder im Garten, bleibt er in der Ecke. Jetzt hat er einen Rollenkreis angefangen, relativ langsam gerollt, sind etwa 4 Rollen pro Halbkreis. Jawohl, circa weiter, macht die Kreis weiter. Das sind 3 Viertel vom Kreis. Und jetzt nehmen die letzte Viertel mit der letzten Rolle vom Alltag. Jawohl, und jetzt eine Tour machen. Jetzt kommen wir jetzt. Sehr schön. Jetzt haben wir eine Kombination zwischen 3 und 4 verschiedenen Springen. Wir haben Rolling Harrier Spin, jetzt wieder Knife Spin, den gerade jetzt. Und dann geht es wieder um Rolling Harrier Spin und im Zocken einen Knife Spin und nochmal einen Knife Spin. Wahnsinnig, ich mag gar nicht noch mit Schwätzen, weil der da nicht fliegt. Hier sind die gut. Er ist noch auf dem Rücken geflogen, wir hatten den möglichst in letzter oder auch nicht. Macht noch ein Pinwheel und kommt jetzt dann zur Landung. Hoch angestellt wie in einem Drache, wir können vorne gleiten. Schön, danke Robin.